Na, hallo Leute und wieder mal willkommen zu Clown Drown in the Danger Zone. Die Story ist ja im letzten Update weitergegangen und dementsprechend zocken wir jetzt auch mal die Story weiter. Noel Irwin. Mit Noel Irwin, 51 Jahre alt und ozeanblau. Oh Gott, neue Hammerbots. Die sind nämlich in diesem Update auch dazu gekommen. Neue Hammerbots, neue Story, ganz allgemein. Man sieht schon in der ersten Runde, wo früher nur ein Roboter war, kommen jetzt gleich mehrere Roboter. Ich habe die Story tatsächlich noch nicht gespielt, aber es sieht mir jetzt schon schwieriger aus. Ich bin mal gespannt, ob ich es dieses Mal First Try schaffe. Das wäre ziemlich traurig, wenn nicht. Und ich hoffe wirklich, ich schaffe es First Try. That was over quickly. Yes, das gefällt mir. So sollen die Runden sein. The robots have hammers. Will the human also choose a hammer? Wird der Human also einen Hammer choosen? Natürlich. Der Mensch wird auch einen Hammer wählen, denn wir haben jetzt hier einen Hammer und können damit zuhauen. Donk. Donk. Und eine Seitenschlag-Animation haben wir natürlich auch. Wir müssen nur extrem aufpassen, da der Hammer nicht geblockt werden kann und demnach one-shottet. Also wir müssen extrem aufpassen, dass die uns nicht mit ihrem Hammer treffen. Wenn man gegen andere Hämmer kämpft, ist es meistens ganz schlau, mit dem Laserschwert zu kämpfen. Einfach weil das Laserschwert so viel schneller ist und damit ein bisschen deren Stärke kontert, weil sie gar nicht zum Angreifen kommen. Eieiei, das kostet aber Nerven, gegen die zu kämpfen. Normale Schwerter kann man ja blocken, indem man einfach die richtige Seite schlägt. Aber den Hammer kann man nicht blocken. So, ich hole mir mal einen Klon, weil wenn ich sterbe, müsste ich ansonsten wieder anfangen und ich würde das gerne hier beim First Try schaffen. Niemand will mich ja hier sterben sehen, oder? Ich weiß schon, euch geht es eigentlich nur darum, mich sterben zu sehen. Das ist das komplette Kanalkonzept. Ihr seid traurig, wenn ich nicht sterbe. Aber, oh mein, wirklich? Wirklich, das hat mich getroffen. Ich war mitten im Sprung. Oh mein Gott, Spiel. Spiel, wieso tust du mir das an? Ich hasse dich, Spiel. Könntest du nicht lieb zu mir sein? Ah, deshalb sollte man immer skillen, dass man Bogenschütze parieren kann. So. Schnell töten, bevor da wieder was kommt. Was zur Hölle? Die Arenen sind auch komplett neu. Noch nie gesehen davor. Ich kümmere mich jetzt erstmal um Mr. Spider-Tron hier. Da ich persönlich Spider-Tron hasse, weil er mich immer betäuben kann. Das ist gar nicht so toll. Bam! Boah, das one-shottet den nicht mal. Da hat es aber zwei ge-one-shottet und den nicht. Und ich muss echt aufpassen, dass ich nicht gleich beim nächsten Treffer am Boden liege. Aber dafür können wir ja hier alle in Einzelteile zerschrotten. Da ist noch ein Bogenschütze. Muss ich jetzt aufpassen. Und bam! Schütze down. Jetzt haben wir nur noch einen Schwertkämpfer. Perfekt. Runde geschafft. Victory! What the fuck, da hüpft noch eine Leiche. Bam! Okay, das macht wirklich Spaß. Was? Der Hammer ist schon echt cool, aber dadurch, dass ich schon wieder Leben verloren habe. Wie ist das? Wow, der war flach. Der war flach. Hammer Time. Ich hole mir noch einen Klon. How long does it take to create a human? So long, ja, wir Menschen brauchen schon wirklich lang für die Entwicklung. Und ich habe jetzt natürlich immer noch kein Upgrade. Boah, jetzt wäre ich fast von einem fetten Hammer erschlagen worden. Aber erstmal alle Bogenschützen töten. Und in der nächsten Runde sollte ich jetzt dann ohne Tod durchkommen, kann ich wieder einen Punkt in Kampf-Upgrades investieren, weil dann habe ich ja noch meinen Klon übrig. Aber ganz ohne Klon möchte ich einfach nicht kämpfen, da sonst das relativ schnell vorbei sein könnte. Ungefähr so, das hätte auch ein Gegner sein können. So, I was hoping it would die. Dankeschön dafür, Roboter. Human stands no chance, das gefällt mir aber gar nicht. Der Human pickt jetzt halt aber absorbieren oder blocken von Pfeilen, wenn ich mit dem Schwert rumlaufe. So. Mal schauen, wie weit der Mensch hier kommt. Was zur... Okay.
as we harvest the last humans outside their solar system. Könntet ihr bitte nicht? What the? Oh mein Gott, Jetpack Bots! Und die greifen unser Schiff an, unser menschliches Schiff. Boah! Ah, die Jetpack Bots sind so stark! Wenn man da nämlich einmal falsch läuft, haben die einen Instant mit ihrem Charge und einer Attacke dazu. Wo bist du gerade? Er fliegt. Hä? Ach, da hinten ist er. Und unsere Flotte wird gerade geändert, aber ich habe beide Jetpack Bots getötet. Victory. Humans harvested. One. Alles gut, bis jetzt haben wir erst zwei Menschen geerntet. Drei. Gott. Fünf. Ich muss ihnen helfen, aber ich bin hier in ihrer Arena gefangen. Menschen, haltet durch. Der Klon. Ein neuer Klon. Oh mein Gott. Sie ernten die Menschen. Hundert. Hunderte. Oh mein Gott, ich muss etwas dagegen tun, aber ich kann nicht. Was ist da für eine Arena? Die ganzen Arenen habe ich noch nie gesehen. Die gibt es auch im Twitch-Mode noch gar nicht. Voll eigenartig. Boah. Könntest du mich bitte nicht mit dem Hammer treffen, sondern dich töten lassen? Dankeschön. Dich auch bitte und dich auch. So. Ah, hier ist ein kleiner Todeskreis in der Mitte. Ich habe leider keinen Kick-Skill, sonst könnte ich da so schön die reinkicken. Ab auf die nächste Ebene. Schütze, aber ich kann ja blocken. Dementsprechend kann ich entspannt hinlaufen. Na, no, jetzt habe ich ihn runtergeschubst. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan. So, und... Oh, ich weiß nicht, mit dem Hammer habe ich irgendwie mehr Angst davor, dass ich getötet werde. Boah, der Schlag war aber cool. Einfach da ich gestunt bin während meiner ganzen Aktionen. Und da wurde ich runtergeschmissen. Das ist nicht gut. Da ist wohl noch ein Spider-Tron irgendwo in der Gegend. Boah. Der immer noch Granaten auf mich wirft. Das ist nicht tröstlich, aber da ist der tot. Und wir müssen noch ein Stockwerk nach oben. Up, up and away. Und ich hoffe, es ist jetzt einfach mal nur ein Spider-Bot. Tatsache hier oben. Wow, wie viele Menschen haben wir denn schon geerntet? 3700. Ich brauche eindeutig zu lange. Wo sind denn die? Da ist der letzte. Eieieiei. Ohne Tod geschafft. Nice. Oh ja, die ist increasing schnell. Das ist nicht gut. Was skill ich denn? Was skill ich denn? Ich habe zwei Klone, dementsprechend kann ich jetzt ein bisschen was in Kampfstats investieren. Und ich nehme mal den Kick, da ich jetzt wieder Gegner in der Gegend rumkicken kann und natürlich tanzen. Was macht man, wenn die Menschheit versklavt wird? Tanzen! Wow. Oh mein Gott, die Arena ist fies. Die ist ja richtig fies und da fliegen meine Einzelteile in der Gegend. Oh damn, das ist nicht gut. Das müssen wir doch gleich nochmal machen. So, wow, ich werde einfach auf sie zugeschossen. Oh, wenn, wenigstens bin ich so viel schneller als die mit dem Hammer, dass ich sie einfach, wenn ich drauf zulaufe, schnell töten kann, bevor sie mich töten. Außer ich treffe natürlich nicht. Dann könnte das problematisch werden. Boah, das war jetzt wieder close. Und bam. Na, jetzt habe ich nur seinen Fuß erwischt. Jetzt ist er in Einzelteile zerhackt. The Pillars are fun. Nee, ich mag dieses Level nicht. Wie viele Menschen haben wir schon geerntet? 18.000. Oh mein Gott, beeil dich. Ich weiß nicht mal, ob ich was dagegen machen kann. 20.000! Ich investiere den nächsten Punkt wieder einmal in einen Klon, damit ich einfach immer zwei Leben habe. Sollte ich mich bei irgendeiner Arena anstellen. It's only friends with the copies of itself. Yeah. Okay, okay, okay. Da ist ein roter Hammerroboter, der ist... Ah, die... Ne, die gab es tatsächlich in dem Playthrough noch nicht. Die gab es nur im Twitch-Mode auch schon. Oh, und der hat gerade seine Kumpels zerstört. Boah, der war jetzt halt schön aufgeschnitten. Nice. A Sea of Red, ja. Da
Das stimmt. Welche Runde sind wir? 8. Oh mein Gott, ich bin gespannt, wie weit es geht. Und wir haben 30.000. Nein, Spider-Tron 6000. Ich mag Spider-Tron 6000 nicht. So, ich nehme mir noch einen finalen Klon. Dann habe ich jetzt nämlich viele Klone. Oh, sogar in meiner Lieblingsfarbe. Dankeschön dafür. Uiuiui, das sieht aus wie eine richtig heftige Arena hier. Und ich habe noch keinen Bogen. Das ist schlecht, weil mit Bogen sind die Spider-Dinger relativ easy. Und ohne ziemlich schwer, weil man erster Reihe nach ihre Arme und Beine abpacken muss. Mit einem Bogen kann ich einfach seine Augen abschießen. Dementsprechend einmal durchsäbeln, zweimal durchsäbeln, kommt in Ungleichgewicht. Und jetzt irgendwie sein Gesicht treffen, bevor es mich trifft. Oh, kann nicht so schwer sein, jetzt werde ich in der Gegend geschossen. Oh, ich liebe drei Granaten. So viele Stun-Granaten. Da ist noch ein Roboter, den ich töten konnte. Oh, das ist so spannend. Schaffe ich's? Oh, der sprengt gerade seine eigene. Nice, nice. Habe ich das Beinchen abgeschlagen? Nee, habe ich nicht. Ich will noch zwei Beinchen abschlagen, dann ist er nämlich noch weiter unten. Oder es kann hüpfen jetzt auf einmal. Das ist gut. Könntest du bitte mich in Ruhe lassen? Jetzt schießt sich selbst in der Gegend rum. Geil. Oh, die Granaten können mich auch töten, wenn sie schlecht fliegen. Vielleicht muss man extrem aufpassen. Und beide. So, das war's mit Spider-Tron 6000. Aber es sind noch einige Roboter übrig. Und gezielt mit dem Hammer draufhauen. Ganz gezielt und bam! Und bam! Uah. Und bam! Was? Da lebt noch was? Wo? Ich dachte, jetzt habe ich alle. Irgendwo muss noch ein Roboter leben. So, also ich muss sagen, es ist um einiges schwieriger als beim ersten Mal, wo ich dieses Spiel durchgespielt habe. Ist schon einiges an Content dazu gekommen und ich finde irgendeinen der Roboter gerade nicht. Robby. Was ist denn der? Okay, da unten höre ich Schritte. Hier vielleicht irgendwo. Ah, da. Oh, er humpelt in der Gegend rum, deshalb lebt er noch. Jetzt habe ich ihn nicht getroffen, das ist... Kriegst du eben einen Hammer in die Fresse. Dankeschön. So funktioniert das hier. Some robot hat not a spider. Haben wir schon. Und das sind jetzt diese dämlichen Hammerroboter, die ich bekommen habe. Oh Gott, Mark 3 Hammerbots. Die sind wirklich saustark. Da hatte ich schon auf dem Stream extremste Probleme gegen die. Einfach da die so schnell zuhauen, so groß sind und sauschwer zu töten sind. Also wirklich einfach nur abartig schwer. Also Kinder, man kämpft nicht gegen große Hammerbots. Oh Gott, und drei kleine, oder vier kleine sogar. Aber die vier kleinen kann ich, wenn ich mich gut anstelle, schnell zerhacken. Und jetzt muss ich mich nur klug gegen ihn anstellen. Aber der hat so einen riesigen Hammer. Schaut euch den Schlag an. Aber ich habe ihn irgendwie überlebt. Nein! Oh mein Gott, das ist so abartig schwer. Oh, das ist der Miniboss. Der Miniboss des Todes und ich werde ihn nicht schaffen, weil der so stark ist. Ich muss gezielt einen Schlag auf ihn landen. So, hol aus und... Oh, er dodgt mir! Boah! Das ist jetzt nicht mein Ernst, oder? Ich verliere gegen einen Hammerroboter. Er hat schon keine Füße mehr. Der kann nur noch humpeln. Wie schafft es der, mich zu töten? Und wir haben fast 100.000 Menschen abgeerntet. Könntet ihr das bitte lassen mit den Menschen? Oh, ich habe so Angst vor diesem Hammerroboter. Das glaubt ihr gar nicht. Der ist so stark. Vor allem, du triffst ihn nicht an den Stellen, wo es wichtig ist. Boah, jetzt, finally. Nein, das Human Spaceship. What are the garbage bots doing? Huh? Was machen die denn? Wow! Hallo? Garbage bot? Okay. I can fly. Wo bin ich? Moving the garbage. Moving the garbage? Ja, ich bin kein Müll. Hallo? Oh. Hallo? Wow! Wow! Uiuiuiui, meine Nerven. Oh, ein anderer Mensch! Oh,
Roboterliebe! Harvest complete. Unser Schiff wurde zerstört. End of Chapter 2. To be continued. Oh, es ist spannend, wie wird das weitergehen. Aber das auch erst wieder in der nächsten Erweiterung von Clown Drone in the Danger Zone. Bis dahin müssen wir uns mit diesem Ende der Story begnügen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Lasst doch ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Oder ein Like oder beziehungsweise beides. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.